Mit dem FC Bayern Bus nach Paris. Michael Lauerbach und Armin Kritz reisen schon 3 Tage vor dem Spiel in die französische Hauptstadt. Die Fahrt verläuft lange Zeit reibungslos, bis sie die Stadtgrenze von Paris erreichen. Für die letzten 20 Kilometer zum Hotel benötigen sie über 3 Stunden. Am Ende sogar noch die größte Herausforderung. Ich muss bloß nach außen kommen, sonst komme ich da ja noch nicht rechts rum. Der Kreisverkehr am Arc de Triomphe. Stechen hier durch, das ist wie in Italien. Unglaublich. Kaum ist das Ziel erreicht, müssen die beiden wieder ran. Bus reinigen, damit ihr Luxusgefährt in einem Top-Zustand ist, wenn sie das Team vom Pariser Flughafen abholen. Servus. Servus. Jede Fahrt mit dem Bayern-Team, sprich mit Hunderten von Millionen Marktwert im Bus, eine Herausforderung. Erst wenn das Team im Stadion ist und danach wieder rechtzeitig ohne Probleme am Flughafen eintrifft, haben sie ihren Job gut erledigt. Zurück zum Anfang des Trips. Das Gelände von Autobus Oberbayern, 20.30 Uhr. Es ist Wahlsonntag. Alle Deutschen sitzen vor dem TV-Gerät und diskutieren über die Wahlergebnisse. Alle? Fast alle. 2 Buschauffeure haben einen anderen Auftrag. Michael Lauerbach und Armin Kritz verbringen die Nacht im Bus. Sie müssen nach Paris. Die späte Abfahrtszeit ist der Ruhepause, die sie einhalten müssen, geschuldet. Ja, weil wenn ich jetzt 23, 30 heute, dann waren es 48, 45 brauche ich, dann waren es 20, 30. Schauen wir es ein. Wenn du startest, musst du die Fahrerkarte reinlegen, dann auf Arbeitszeit gehen und dann die Abfahrtskontrolle machen. Das beinhaltet Reifenkontrolle, beinhaltet Lichtkontrolle, Blinkerkontrolle, Öl- und Wasserkontrolle. Um 21 Uhr geht's dann langsam los. Vor ihnen liegen über 800 Kilometer. Das sind allemal 10 Stunden Fahrzeit. Deshalb will die lange Nacht auch gut vorbereitet sein. Ja, ich habe jetzt untertags meine Klamotten hergekriegt, weil ich dann 8 Tage unterwegs bin. Jetzt dann Paris und danach fahren wir gleich nach Berlin. Und am Nachmittag habe ich mich dann ein bisschen auf Couch gelegt, Bundesliga angeschaut und nebenbei eingeschlafen. Dann geht das schon ganz einfach. Abfahrt bei Autobus Oberbayern. Bevor die beiden sich auf den Weg nach Paris machen, müssen sie noch zum Vereinsgelände an der Säbener Straße, da sie dort noch einiges an Material für das Team und vor allem für die Betreuer einladen müssen, das nicht im Flugzeug mitgenommen werden kann. Rund 30 Minuten später sind sie beim FC Bayern. Jetzt bleibt ihnen noch 1 Stunde bis zur angestrebten Abfahrtszeit. Fitnessgeräte, Trikots, alle Utensilien für die medizinische Abteilung und natürlich Verpflegung. Alles muss mit. Was jetzt vergessen wird, muss im Flieger mit nach Paris. Und das wollen sie vermeiden. Um exakt 22.30 Uhr sind Michi und Armin bereit für die Abfahrt. Noch sind die 32 Plätze leer. In 1,5 Tagen werden sie dann die Spieler am Flughafen in Paris abholen. Für Michi ist es ein besonderer Trip, denn in Paris war er in seiner 11-jährigen Karriere als Bayern-Busfahrer noch nie. Ich habe meinen Führerschein bei der Bundeswehr gemacht und war dann in München für einen Unternehmer nebenbei im Linienverkehr unterwegs. Und irgendwann habe ich dann keine Lust mehr gehabt, bin dann einmal zum Veranstaltungsdienst Meier damals als Ordnungsdienst im Olympiastadion gewesen. Und irgendwann war ich mal im Marathontor eingeteilt. Und dort standen dann die Mannschaftsbusse. Und dann habe ich die Sandra mal gefragt, ob die nicht irgendwann einmal einen Fahrer brauchen. Ich würde mal gerne wieder Bus fahren. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Das war dann 98. Sandra war die Juniorchefin des Unternehmens und fährt immer noch ab und an das Profiteam. 8 Jahre hat Michi dann Jugend- und Amateurteams des FC Bayern chauffiert. Unter anderem auch Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Würdest du mir eine Cola und eine Kaffee machen, bitte? Cola bringen und Kaffee machen. Michi und Armin sind ein eingespieltes Team. Längere Reisen in der Champions League machen sie meistens gemeinsam. In der Bundesliga begleitet ihn meist Sandra König.
Dankeschön. Danke, Armin. Normal habe ich ein Menü, das ist ein Cola, kalter Kaffee und drei Duplo. Das ist quasi mein Menü, was ich während der Fahrt dann verzehre bzw. dann trinke, um irgendwas drin zu haben im Bauch. Das Menü zeigt Wirkung, Michi fährt ohne große Probleme und Armin kann so knapp 3 Stunden entspannt schlafen. Wenn er aufwacht, sollten sie bereits in Frankreich sein und weitere gut 300 Kilometer gefahren sein. In der Saison ungefähr oder im Jahr fahren wir um die 50.000 bis 55.000 Kilometer. Dann kannst du das jetzt hochrechnen, sind ungefähr 600.000 Kilometer jetzt mal überschlagen, was ich jetzt in den 10 bis 11 Jahren jetzt gefahren bin. Rückblick 5 Tage vor der Paris-Reise. Kollegin Sandra auf dem Weg zum Bus. Das Team steigt gleichzeitig in den Flieger nach Düsseldorf, um am Abend in der Liga gegen Schalke 04 zu spielen. Sandra und Michi werden sie in gut einer Stunde am Flughafen abholen. Nach einer langen Anreise von über 10 Stunden am Vortag, eine Freude für die beiden. Man freut sich einfach immer drauf, wenn man losfahren kann, um die Mannschaft dann am Flughafen abzuholen. Und es ist auch immer ein Riesenhype, wenn die Mannschaft dann irgendwo ankommt, ob das jetzt im Inland oder Ausland ist. Es ist immer was Besonderes, da mit dabei zu sein. Wenn wir immer aus dem Flieger aussteigen, sind wir schon parat und das ist natürlich auch unheimliche Leistung. Ich denke, dafür muss man auch ein Stück weit geboren sein und dafür leben und sie haben unheimlichen Spaß, sie sind voll in die Gruppe integriert und sind sehr freundlich immer in ihrem Job. Super Leute, die einfach auch lustig sind, mit denen man reden kann und das ist, glaube ich, die Menschlichkeit zählt immer, wenn man Spieler ist, dass man mit den Jungs dann auch gut umgeht. Zur Aufgabe der Buschauffeure gehört auch, dass sie einige Stunden vor dem Spiel Trikots, Utensilien für den Warm-up und Verpflegung für die Spieler ins Stadion bringen. Noch ist alles ruhig und entspannt. Manchmal wird es allerdings auch sehr turbulent. Vor allem, wenn die Bayern Titel gewinnen. Also speziell war es natürlich, weil wir jetzt gerade hier in Schalke stehen, als wir in Hamburg noch gewonnen haben, wo Schalke schon dachte, sie sind Meister. Das war sehr speziell, weil da habe ich für die Schalker geweint. Also das hat mir total leid getan damals, dass das wirklich so gelaufen ist. Aber das war sehr speziell und wir haben uns dann wahnsinnig gefreut und das war am emotionalsten, denke ich. Da haben wir alle geweint und gelacht und ja, das war super. Wie schwer war es da, den Bus zu steuern, wenn die Party hinter einem da stattfindet? Also das war sehr schwer, weil ich bin eben selber gefahren auch und ich wusste eben nicht, soll ich weinen, soll ich lachen. Hinter mir sind Konfettis geflogen. Der Bus hat niemals schlimmer ausgesehen als an dem Tag, weil sie haben alles, was sie erwischt haben, an Zeitschriften zerfetzt und die Meisterschale. Und also das war ein Chaos da drin und es war so laut, dass ich teilweise den Spieler wieder im Genack hatte und nicht mehr wusste, wie ich das Lenkrad drehen soll. Also das war wirklich sehr, sehr speziell und deshalb bleibt mir das auch so lange in Erinnerung, dass das so super war, ja. 2 Stunden vor dem Anpfiff holen sie dann das Team vom Hotel ab, um es zum Stadion zu bringen. Es ist immer der gleiche Ablauf. Sandra kennt das schon seit sie ein kleines Mädchen ist, da ihr Vater Rudi bis 2002 das Profiteam gefahren hat. Das prägt. Auch was mir sehr am Herzen hängt, dass ich wirklich so ein Teil des FC Bayern bin und dass das wie eine Familie ist hier. Wenn man so lange dabei ist und wir hatten ja früher auch schon die Bayernwirtschaft und ich war schon als kleines Mädchen, habe ich schon die Amateure bedient und dann, das gehört alles dazu. Also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich da nicht dazu gehöre. Das ist alles, ja, das ist alles meine Familie hier. Das ist wirklich super, auch wenn immer wieder neue Junge dazukommen. Früher war ich halt selber auch jung, jetzt bin ich schon langsam die Oma, aber dann nimmt man so die Mutterrolle ein. Und das ist immer schön, egal aus welcher Perspektive und egal in welchem Alter. Bei dieser Reise muss sie nicht die Mutterrolle spielen und die Spieler trösten. Die Bayern gewinnen auf Schalke mit 3:0. Die Stimmung am nächsten Tag am Düsseldorfer Flughafen dementsprechend. Auch bei Franck Ribéry, der eine ganz besondere Beziehung zum Bayernbus pflegt. Ja genau, da war doch was. Das Trainingslager in Dubai 2009, Luca Toni und Christian Nerlinger beunruhigt. Los! Langsam erhärtet sich der Verdacht, der Teambus ist weg und Franck Ribéry ist weg. Das kann nichts Gutes bedeuten.
Was ist los? Der Tank, ja? Ein Geräusch, wohl von einem Crash, und die Auflösung Franck Ribéry hat den Bus gekidnappt. Das Opfer ein Wegweiser. Die wohl verrückteste Busgeschichte beim FC Bayern. Ich war noch Junge und ich weiß nicht, was passiert auf meinem Kopf in diesem Moment. Ich wollte so ein bisschen Spaß und war lustig. War okay, nicht so viel kaputt gemacht, schon ein bisschen, aber ja, das ist Ribéry und das ist meine Mentalität und wenn ich bin so, ich freue mich, ich bin glücklich und ich glaube, wir haben viel gelacht und ganz nicht vergessen, so was passiert in Dubai. Zurück zur aktuellen Fahrt nach Paris. Michi ist mittlerweile in Frankreich. Um 3 Uhr morgens ist er müde und muss eine längere Pause einlegen. Co-Pilot Armin übernimmt. Du bist dann ganz froh, wenn du nach 4,5 Stunden mal ein bisschen Pause machen kannst. Und im Dunkeln dann sowieso noch, wenn du dann allein da vorne sitzt, ja, dann wird die Müdigkeit natürlich auch noch größer. Und wenn du dann, wie gesagt, die 4,5 Stunden hast, dann bist du ganz froh, wenn du dir dann mal healen kannst. Armin fährt den Bayernbus durch die Nacht. Er schafft bis 7.30 Uhr am Morgen gut 400 Kilometer. 50 sind es noch bis Paris. Jetzt müssen die beiden wieder wechseln. Michi übernimmt. Laut Navi sind es noch gut eine Stunde Fahrzeit. Dann können Michi und Armin endlich die Highlights in Paris genießen. Ich hoffe, dass wir schönes Wetter haben. Es hat ja vorhin gerade leicht geregnet. Und auf Eiffelturm, da freue ich mich schon drauf, dass ich den jetzt mal sehe. Live. Es ist mittlerweile 8 Uhr am Morgen, noch sind es rund 50 Kilometer zum Teamhotel in Paris. Zwischen 9 und 10 Uhr wollen Michi und Armin da sein. Doch dann das. Ein Stau kurz vor Paris. Knapp 30 Minuten später erreichen Michi und Armin letztendlich das Teamhotel. Wenn auch mit zweistündiger Verspätung. Glücklicherweise sind sie rechtzeitig in München los und können so am nächsten Tag das Team vom Flughafen abholen. Die Mannschaft ist da, aber damit ist der Job von Michi und Armin noch lange nicht erledigt. Mehr in Teil 2 von Bitte einsteigen mit dem FC Bayern Bus auf Tour.